Hallo und wieder herzlich willkommen zum Let's Play von Red Dead Redemption 2 und nochmal für diejenigen, die sich immer wundern, weil momentan ja Premieren auf YouTube laufen, wenn ich einen Part veröffentliche. Ich habe gesagt, ich möchte gerne dieses LP noch fertig machen und dann später gehen wir dann auf Streams über, die dann auf dem Channel hier hochgeladen werden. So, wir haben das damals im Stream schon gespielt, Red Dead, aber ich möchte das gerne hier nochmal abschließen, das Projekt. Einfach aus dem Grund, dass damals sehr durcheinander war über PlayStation, Alerts, etc. Tralala. Und deswegen machen wir das hier ready. So, das war jetzt ein kleiner Info am Anfang des Streams und es geht jetzt weiter, ganz normal, mit Red Dead Redemption 2. Wer stöhnt hier? Och, echt jetzt? Immer wenn ich aufnehme, bimmelt irgendjemand an der... Oh nein. You can't punch, my sweet. It's sad, really. Oh my, our friend. Hello. Oh nein, Ping und Pong. Sind zurück. Do me and the lady a favor here, would you? And thrash this impudent wretch. Thrash? No man alive can thrash me. What was your name, sir? Arthur. Arthur could. Easily. You, maybe, but not me. I know. Punch us both as hard as you can. You'll break his glass jaw, and I'll be left standing. The knight and the knave. Good idea. Hit me, then. Dear boy, give the feeble fellow a little tap and watch him crumble. Jungs. Okay. Hier. Hat's wehgetan? I'm fine. Come on. Okay. Ooh, look there! I got a proper chin. Not like that toe rag. Good Lord above. Doesn't hurt. Habe ich mich jetzt gerade in irgendeine weirde Compilation reingedingst? Jungs. Ja, komm her. Weren't you taught never to hit girls? Punch a man for once. Give me your worst. Here. Ugh. I think he's done for. Barely even felt it. Wenn jetzt dann beide am Boden liegt, ne, und holt wie kleine Kinder, dann kann ich nichts für. Ihr habt mich gezwungen. Die Drula da hinten schaut zu. Ich soll dich treten? Okay, ich trete dich. Ich wollte gerade sagen, in die Nüsse, und er hat es tatsächlich gemacht. Du kriegst auch ein paar Eier. Bitte schön. Eier, Salat, mal zwei. Ja, ich denke so. Ich slipped. Und ich hoffe, du killed the Leprechaun. Aber er ist noch alive? Shoot him, please, one of you. There, there, up you get. We need to get some steak on those wounds. Madam. Du wirst ihm Steak auf seine Eier legen? Echt jetzt? Oh nein. Das würde ich zu gern sehen. Nein, eigentlich nicht, aber ich meine, das wäre schon sehr interessant, wenn sie zum Fleischer gehen und sagt, ja, ja, ich brauche zwei Steaks. Was wollen sie denn damit, Ma'am? Also, ich habe dazu zwei Typen und denen muss ich das Steak auf die Nüsse legen. Okay, alles klar, kein Problem, Ma'am. Zerbrochene Zweier, hier ist ein fettes Viech durchgelaufen. Das letzte Mal, als wir so eine Scheiße gemacht haben, wurden wir fast von den Bären gefressen. Ich weiß jetzt nicht, ob das nicht so gut ist. Ih, Bärenkaki. Oh nein, der ist da hinten, ich sehe ihn schon. Oh Gott, ich bin tot. Ja. Oh, Bruder. Aua, 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 aua.
leckt mir doch am Ärmel. Aua. Ja, ich bin der Typ von Leonardo DiCaprio. Also, Leonardo DiCaprio. In seinem Film, wie hieß das? Bärengedöns. Aua. Scheiß Grizzlybär. Ich wurde gebärbelt. Ich habe auch wieder wunderbar geschossen, wie ein A. Aber zu meiner Verteidigung, ja? Ich war so geschockt von den Bären. Ich hasse Bären. Ich kann nichts essen, weil ich den Bären trage. So. Jetzt haben wir den legendären Bärenpelz. Das ist süß. Wir haben es nur fast gefressen. Ich habe es knapp überlebt. Gott sei Dank habe ich vorher noch gemampft. Ich habe es auch bis jetzt geschafft, so ein bisschen, dass ich Arthur in einem relativ normalen Zustand halte, weil ich ihn eigentlich immer gut fütter. Klingt weird, ist aber so. Ja, also... wenn wir schon Fleisch fangen. Und schön in Restaurants essen. Jetzt habe ich natürlich das Problem, dass hier kein Trapper ist, richtig? So, den legendären Bären habe ich jetzt umgeschnibbelt. Wo ist der Trapper? Der ist da unten. Ja, hilft nichts. Ich muss da jetzt hin. Das war jetzt nicht gut überlegt, Chat. Das war dumm. Aber zu meiner Verteidigung, ja, für dumm. Ich habe dieses legendäre Tiermeldung-Gedöns jetzt schon so oft gehabt und töte doch das legendäre Tiermarschierer. Jetzt habe ich es gemacht. Seid jetzt glücklich, ihr Bärenmörder, ja? Bestimmt. UCM ist auf jeden Fall glücklich. Ich weiß das jetzt schon. Er freut sich immer, wenn ich Dinge töte. Der wohnt da eh in dem Gebüsch. Pferd, I want to ride to this man with the... Wo ist der? Es ist schon wieder so neblig, dass ich fast ein Reh überdingst hätte. Hola, ich habe was für dich. Ich habe nichts gemacht. Also, ich habe da vielleicht ein Bärenfell mitgebracht. Monsieur, was ist das denn? So kann ich dir wuffen. Da und da. Du holst dir ins Bärenfell. Nothing quite like wearing your best day's work. Wie sieht das denn aus? Das ist ja mal süß. Mütze des legendären Bär. Das ist der einäugige Bär. Der arme Bär. Das tut mir jetzt fast leid. Jetzt bin ich deprimiert. Ich muss eine hässliche Mütze kaufen. Das passt halt überhaupt nicht zu Arthur, ne? Egal, wir stellen das jetzt her. Wir haben genug Geld, so. Ja. Das sieht ja noch okay aus. Das ist... Habe ich jetzt diesen hässlichen... Oh nein, ich habe den Hut auf. Ich will nicht den Bären auf dem Kopf haben. Können wir bitte das Outfit wechseln? Ja. So, danke schön. Habe ich den Bärenkopf jetzt gerade auf den Boden geschmissen? Ah ja. Bären. Einmal Pantherfell perfekt, dann könnte ich ein Pferd, ein Dingsi machen. Pflanzenfresser, Köder, Waffen. Ich kaufe Waffen. Wurfmesser. Ich brauche zwar keine Wurfmesser, ich kaufe sie trotzdem. So. Vielen Dank fürs Gespräch, der Herr. Also, dann liegt einfach mein Arthur-Hut da unten. Naja, gut.
Wurscht, ich hab den Bärenkopf ja eh. Let's go, boy. Ich möchte jetzt nur nicht mit einem Bärenkopf rumrennen, tatsächlich. So. Ich hab den jetzt gekauft. Ihr seid alle glücklich. Ich fühle mich schuldig. Kein schöner Anblick. Also, schon wieder eine Schlange. Ja. Was denn? It's a snake. Krieg dich nicht so, also reg dich nicht so auf. Das ist schlecht für deinen Blutdruck, Pferd. Der Bär, außer dass er mich gefressen hat fast. Ja, nicht sehr spektakulär war. Ja, gut. Sagte sie und lag unter dem Bären, der sie fast gefressen hat. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber wir werden eine epische Story darüber erzählen, weil wir haben es überlebt. Und die Geschichte schreiben die Gewinner. Das ist immer so. Versteht ihr? Ha. So. Pferd, ich sehe wieder aus wie eine Wildsau. Ja, ein bisschen umziehen. Hey, Bjul. Um Gottes Willen, der hat dich ja gar nicht geputzt. Ja, Bjul. Feini. Ja, so ein Feini. Du bist voll dreckig. Der haut mir gleich ins Maul, wenn ich so weitermache. Alles gut, Pferd. Bjul hat keinen Bock auf mich. Ist ja okay. Was machen die denn da hinten? Steht der da auf dem anderen oder? Ne, der steht dahinter. Okay. Alles gut. Ist noch jugendfrei. Hamish. Arthur. Come in. Warum lebst du hier eigentlich so allein? We could go for a hunt. I did. There's this huge she-wolf been stalking me the last few nights I've been out, but she can wait. Let's talk a while. Sure. So lange, wenn ich wieder bei Regen jagen gehen und bei Nebel. I'm a wanderer. I was born further north, but I spent a lot of time out west. Funny. I never saw myself as a wanderer, man. Ich hab nichts abgebrochen. The bodies lay so thick, you could have walked across the whole field without your boots touching mud. Those were bad times. Yes, they were. Would you like some more coffee? Please. Oh nein, jetzt haben wir geredet, bis es Nacht wird. Ich hasse ihn. Waffen. Hä? Oh, süß! Yeah. She's right across there. Können Sie bitte lassen? Die ist doch knuffig. Guck mal. She's acting brazen. Come on. Ja, und wenn die schon da so steht, dann wird die dir in den Arsch beißen. Oh nein. Come on. She went around to the left. Around the lake. Mhm. Ich habe gerade einen Killerbären umgebracht, der mich fast gefressen hat, Hamish. Wolves come so close to people. Yeah, it's strange. When the whole country was wild, they could go where they liked. Now they're stuck hiding in the few corners of wilderness we got left. It's a feeling with which I can sympathize. This ain't a country for wild animals, nor wild men neither. Not anymore, it seems. You hear that? Yep. Quickly now, this way. Ich kann nichts dafür. Du reitest wie eine Karotte. Up there, on the outcrop. You see her? Let's go around it. Okay. Schade. Ich durfte nicht. Ich brauche meinen Sniper. Können wir mal langsamer reiten? Ja, doch, die ist da lang gelaufen. Ja. Dein Pferd liebt Berge. Is that a fresh kill? Could be. Is the blood set? Let me take a look. Eat. Wir werden gleich angewolfmöckt.
their dinner. Mhm. Was ist denn manchmal mit dieser... Gone somewhere over there. Well, there's a whole lot of over there. That's the problem. There she is. Got shy all of a sudden. Die lockt uns in eine Falle. Darfst du nicht so erschießen? Come on. Oh nein. Hamish, bist du eigentlich blöd? Die Antwort ist ja, ist er. Die haben, obwohl ich auf roter Knubbel hatte, darfst du nicht aus. Nicht so. Und dein Pferd, ne? Wir werden gleich angewolframt. You want to take the lead, or shall I? If you don't mind, I'd like to. Okay, get tracking. I'll be close behind you. Werden gleich so gebamst. Sie ist jetzt schon. I got the trail. This way. Well, take it slow. Just tracks. We heading down here? Wir werden gleich geambushed. Oh, das ist schon wieder so eine Szene, ey. We don't get her. What's the worst that can happen? She runs off with the chicken. Well, I'm fine with losing chickens. Ja, süß. But I lost a leg already. Das ist genau das, was Leute in meinen Horrorfilmen sagen. Was soll schon passieren, wenn wir da reingehen in die Höhle voller Zombies? Yeah, you don't wanna lose that. Vielleicht, dass wir gefressen werden und aufgeschlitzt und umgeschnibbelt und überhaupt. Oh oh. Ja. Geil. Angeknurrt. Hey, up there. Is that the she-wolf? No. Die macht jetzt dann auf Tyrannosaurus, auf T-Rex, auf nicht T-Rex, auf wie heißen die Viecher? Raptor. Wir hatten nur umzingeln. Was? Aua, du Töle. Whoa, you all right? Ja, wer schießt schon Wolf in Arsch? That's quite an ambush she led us into. Bushwhacking, I'd call it. Oh, oh. Au! Nicht mehr süß! Aua! Oh Gott. Unsüß, 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 unsüß. Du bist echt so... Oh, das ist aber ein hübscher Ball. Oh Gott. Ich wurde ein bisschen gebissen, aber sonst... Ich wollte nicht erschießen, der war so hübsch. Proud thing. Scary thing. They brought us here to be slaughtered. Die wollten uns essen. Ich hab's doch gesagt. Well, I guess I got hunted. You going back to the cabin? Nah. Still early. We'll stay up here a while. Dress this animal. Won't likely see another like him for some time. Yeah, I hope I won't either. Thanks for taking me out. Yeah, anytime. Mm-hmm. Wanna go out again?
Yeah. You come by and see me. So long, then. Yeah. Wait. Here's a pelt. Thank you. You earned it. So long. Ja, danke. Komm mal her, Pferd. We could speak stories he'd tell. Ja, ich habe jetzt auch eine Story zu erzählen. Es war einmal ein Wolf, der hat mich fast gebissen. Heute war ein tierischer Tag. Ich wäre fast von einem Wolf, also von einem Bären gefressen worden, dann von einem Wolf, dann also von mehreren Wölfen, wie man hier sieht. Ja, doch, ich würde sagen, ereignisreich. Vorher habe ich noch zwei Typen verprügelt. Ja, die wollten das aber so, haben auch in die Eier getreten werden wollen, ja. Was für ein Raubtier das getötet? Das waren wir, Hamish. Hast du schon. Der hat schon. Er hat irgendwie schon Gedächtnisverlust, der arme Mann. So, ich werde jetzt hier noch ein bisschen Wölfe kürschnern. Und, ja. Ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Part. Ich danke euch fürs Zusehen. Über einen Daumen nach oben und einen netten Kommi würde ich mich wieder sehr freuen. Und wenn du noch kein Abonnent von meinem Channel bist, natürlich auch über ein Abo von dir. Und bis zum nächsten Mal sage ich wie immer: Ciao. Ciao.